Ich begrüße herzlich in Mainz uns zugeschaltet Professor Eike Christian Hornig von der Uni Gießen. Schönen guten Abend. Guten Abend, grüße Sie. Professor Hornig, wir haben die Kanzlerin heute live gezeigt um 13 Uhr und jetzt in dem relativ langen Ausschnitt konnte man auch sehen, das ist ja auch nicht ihr erster Auftritt, dass sie offensichtlich Spaß hat an dieser Aufgabe und die Parlamentarier, insbesondere die aus der Opposition, sie auch nicht wirklich aus der Reserve locken konnten. Wie beurteilen Sie den heutigen Auftritt? Das ist also auch mein Eindruck. Es war eine sehr kurzweilige Befragung der Bundesregierung. Also ich schätze, das Bundestagsprotokoll wird mehrfach Heiterkeit notieren. Also ist doch an der einen oder anderen Stelle gelacht worden. Wenn wir jetzt auf das Inhaltliche schauen, dann denke ich, kann man das schon festhalten, dass es also kaum einen Moment gab, wo es der Opposition gelungen ist, tatsächlich die Bundeskanzlerin mal in Verlegenheit zu bringen. Also wenn wir von der Regierungschefin ausgehen, dann präsentiert sich hier eine Regierung, die sehr sicher im Sattel ist. Also sie wusste fast alle Fragen zu parieren. An der einen oder anderen Stelle war vielleicht ein bisschen Musik drin, aber durch dieses Format der Befragung, diese relativ kurzen Antworten, relativ kurzen Fragen, ist da eben auch nicht mehr bei rausgekommen. Also sozusagen die große erhoffte Möglichkeit für die Opposition hier vielleicht mal sozusagen der Regierung ein wenig auf den Pelz zu rücken, das ist es also nicht gewesen aus meiner Sicht. Um da einzuhaken, hatten Sie das Gefühl, Sie sprachen ja die Punkte an, wo gegebenenfalls Musik drin gewesen sei. Alle fragen Sie natürlich, wie sind die Milliardenpakete zu bezahlen? Hat die Bundesregierung immer richtig, auch in der Härte entschieden oder hätte man das anders lösen können und müssen? Was war aus Ihrer Sicht der Punkt, wo man aus Oppositionssicht vielleicht noch mehr hätte rausholen können? Also ein Punkt, den ich ganz interessant fand, der ging aus von der Frage von Frau Rösner, das haben wir gesehen, was die Hacks anbetrifft, also hat gar nichts mit Corona zu tun. Und da kam die Bundeskanzlerin also zu ihrer Einschätzung und der Wahrnehmung der Rolle von Russland. Und was wir jetzt in dem Beitrag nicht gesehen haben, aber es gab daraufhin noch eine Nachfrage von der FDP, von einem Abgeordneten der FDP sozusagen, weil die Bundeskanzlerin sagte, ja, das würde sie beunruhigen. Und die Nachfrage war nach dem Motto, ja, es ist aber ein bisschen wenig, dass sie das nur beunruhigt. Und da war sie kurz am Überlegen, kurz am Schwimmen, aber da kam sozusagen aus der Frage dann das entsprechende Stichwort, was sie dann dankbar aufgenommen hat. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir eine sehr pragmatische Bundeskanzlerin auch gesehen. Also wir haben auch die Frage von dem Abgeordneten Weinberg von der Linken gesehen, der sozusagen dieses Kontrollgremium vorgeschlagen hat, woraufhin die Bundeskanzlerin sozusagen mit diesem Wortspiel und mit diesem Witz geantwortet hat. Aber in ihrer ganzen Antwort zeigte sie sich da also sehr pragmatisch auch, also auch ein typischer Zug von Merkel zu sagen, naja, das könnte eine interessante Idee sein. Sie wird im Bundestag natürlich nicht einen Vorschlag von der Linken offen loben, aber auch da schimmerte so durch, wie sie also mit dieser Situation umgeht. Und die großen Fragen, also nach der Finanzierung von der Folgekosten der Corona-Pandemie, die hat sie, glaube ich, sehr souverän pariert. Die waren auch sehr erwartbar. Da war also relativ wenig Spiel drin. Interessant fand ich den Punkt, wenn ich das noch sagen darf, wo es um das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ging. Weil da gab es einige Nachfragen zu. Das war also eine Sache, die offensichtlich bei den Abgeordneten doch irgendwas angestupst hat, dass sie fragen wollten. Und da ist die Bundeskanzlerin erst sehr, sehr allgemein geblieben. Sie hat immer gesagt, naja, wir müssen das Urteil des Gerichtes respektieren. Was soll sie auch sagen? Und auf mehrere Nachfragen hat sie dann eben auch gesagt, naja, also diese Verträge, die europäischen Verträge, die sind ja nicht für die Ewigkeit, sondern die kann man auch nachverhandeln. Und da hörte man ja eben auch in dem Beitrag, dass jemand sagt, ach, oh. Also da hat es ein bisschen gedauert, bis sie dann sozusagen mal zu einem Punkt gekommen ist. Was sagt das in diesen Tagen über die Rolle und vor allen Dingen auch überhaupt die Möglichkeiten der Opposition aus, wenn gerade jetzt die Exekutive so gefragt ist? Ja, also diese Krisensituationen, die sind natürlich Zeiten der Exekutive, das ist klar. Das sehen wir auch in den Umfragen. Die Werte der Union schnellen also nach oben und auch der einzelnen Protagonisten, die schnellen nach oben. Für die Opposition ist es manchmal ein bisschen undankbar zu sagen, ja, das hätte man früher machen können bei vielen Punkten. Das mag in der Sache richtig sein. Grundsätzlich läuft man dennoch immer den Entwicklungen hinterher. Gut ist natürlich, wenn man inhaltliche Vorschläge machen kann, auf die Regierung vielleicht noch nicht gekommen ist. Aber da kann man zurückkommen zu dem Beispiel eben, zu dem Vorschlag von dem Herrn Weinberg von der Linken. Da muss man natürlich andererseits aufpassen, dass die nicht direkt aufgesogen werden und dass die Regierung wieder sozusagen den Bonus dafür bekommt. Also es ist gerade eine schwierige Situation, weil die Regierung auch führt. Sie hat mehr Medienpräsenz. Sie trifft die Entscheidung. Das ist sozusagen ein Missverhältnis im Moment.
Wir sprechen gleich über den Rest des heutigen Debattentages. Herzlichen Dank erstmal für den Moment, Professor Eike Christian Hornig. Und Professor Hornig, blicken wir auf das Krisenmanagement der Bundesregierung in Sachen Grenzöffnung, Grenzschließung. Hat das funktioniert und seinen Zweck erfüllt oder hat man zu lange in diesem Fall dann tatsächlich die Tourismus- und Reisebranche im Stich gelassen? Naja, da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Also zum einen, und das haben wir heute auch in der Befragung im Bundestag übrigens gehört, die Frage, haben die Reisebeschränkungen, haben die Grenzschließungen eigentlich effektiv was gebracht für die Bekämpfung der Pandemie? Da gibt es zumindest immer wieder Fragen und sozusagen direkter Zusammenhang, den herzustellen, das ist ja schwer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bewegungen in Europa und wir haben gerade Herrn Kurz gesehen, wir haben Herrn Vestager gesehen, die Bundesregierung also nicht ignorieren kann, sozusagen wenn Österreich seine Grenzen wieder aufmacht. Das ist immer ein bisschen so ein Dominospiel. Einer fängt an, die Grenzen zuzumachen. Machen, dann ziehen die anderen häufig nach. Und bei der Öffnung geht es jetzt ähnlich, zumal es ja auch den expliziten Wunsch gibt, der Bürgerinnen und Bürger sich wieder bewegen zu können. Und da kam eben auch noch Druck von den deutschen Bundesländern, also hier etwa in Rheinland-Pfalz oder vom Saarland, die also darauf gedrängt haben, dass die Grenze zu Frankreich wieder geöffnet wird. Das heißt, die Bundesregierung ist da sozusagen in einem Strom mitgeschwommen, wenn man so will. Und Horst Seehofer hat sicherlich diese Entscheidung heute im Kabinett vorgetragen, aber die Entscheidung ist letztendlich ein bisschen auch außerhalb getroffen worden. Ja, da sprechen Sie etwas an. Ursprünglich wollte Sebastian Kurz ja deutlich schneller schon sozusagen die Reisefreiheit mit Deutschland wiederherstellen. Horst Seehofer hat da aber lange blockiert, weil mit Rücksicht auf Frankreich, die eben längst noch nicht so weit sind, hat man sich dann ja auf den 15. Juni geeinigt. Wie wichtig ist das, dass man an dieser Stelle europäisch im Gleichklang geht? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, aber dass es nicht funktioniert, das sieht man ja hier. Also wenn wir nach Osteuropa gucken, zu unseren polnischen Nachbarn, da ist es noch lange nicht wiederhergestellt, wie es vorher gewesen ist. Das heißt, es gibt immer nur sehr sektoral sozusagen Zusammenarbeit und der versucht, diesen Gleichklang herzustellen. Und die Botschaft ist natürlich ganz klar, die nationalen Grenzen, das berührt den Kern nationaler Souveränität. Und hier wird eben doch letztendlich in den nationalen Hauptstädten entschieden, wie mit den Grenzen vorgegangen wird, auch wenn aus Brüssel, wenn von der EU-Kommission sozusagen entsprechende Pläne vorgelegt werden. Aber auch da ist man sich, glaube ich, ziemlich im Klaren, dass man relativ viel entscheiden könnte, was ohne Wirkung bliebe, wenn nicht die nationalen Hauptstädte mitspielen würden. Was würde sich in diesem Land abspielen, wenn es jetzt doch keinen Sommerurlaub gäbe? Oh, der Sommerurlaub ist den Deutschen erheiligt. Das wäre ein Problem. Und wir haben ja gerade das andere Interview gehört zur Tourismusbranche. Ich denke, da gibt es genug Druck und aber auch genug Gründe. Also ich meine, Horst Seehofer bezieht sich immer auf das Infektionsgeschehen, was sozusagen abgeklungen ist, dass man das auch wieder begründen kann. Aber ich denke sozusagen, die Einschränkung bis über die Sommerferien der Menschen hinauszuziehen, das würde doch noch erhebliche Spannung fördern. Professor Hornig, wir hören einen entschiedenen Arbeits- und Sozialminister, der jetzt handeln will, vermutlich auf den Druck der Öffentlichkeit denn auch handeln muss. Geschlossen wurden die Fleischbetriebe, aber natürlich wegen der Infektionsgefahr. War die Bundesregierung, war die Politik generell in den letzten Jahren einfach zu blind auf diesem Auge der Leiharbeiter, die ja jedes Jahr kommen? Also man kann vielleicht sagen, dass es bislang kein sehr großes Thema gewesen ist. Ich habe mir vornherein noch mal den Koalitionsvertrag angeschaut und habe ihn beim Thema Landwirtschaft eben durchgeguckt. Und da spielt dieses Thema also gar keine Rolle. Das kommt jetzt tatsächlich verstärkt hervor im Rahmen der Corona-Pandemie. Und da gibt es offensichtlich sehr viele Missstände, die ja nun auch genannt wurden. Interessant ist nur die politische Verarbeitung des Ganzen. Also von welcher Richtung wird das Thema angegangen? Wir haben Hubertus Heil gesehen, der als Arbeits- und Sozialminister sozusagen arbeitsrechtliche Lösungen präsentieren will. Und übrigens schon am Montag, also wie schnell sowas gehen kann. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Debattenbeiträge unter anderem im Bundestag heute von den Abgeordneten der Grünen anhören, da wird ganz anders diskutiert. Da geht es um das Gesamtsystem, also wie dieser Wirtschaftsbereich als System arbeitet. Und da geht es dann eben auch in die Zuständigkeit von Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin und die Frage, kann man das Gesamtsystem
eigentlich nicht verändern. Und da kommen zwei verschiedene Dinge zusammen, die sich gegenseitig dann auch immer wieder blockieren. Ich meine, die arbeitsrechtlichen Schritte sind vielleicht einfacher als das gesamte System dort zu ändern. Aber der letzte Satz von Hubertus Heil, der galt natürlich auch der Landwirtschaftsministerin von der CDU zu sagen, naja, er hofft nun, dass das auch parteiübergreifend stattfinden wird. Also so einfach ist es, glaube ich, nicht, hier zu Veränderungen zu kommen. Ich sage herzlichen Dank für die Analyse am heutigen Abend, Professor Eike Christian Hornig von der Uni Gießen.